Sommer 1945. Der Krieg ist endlich zu Ende. Der Wiederaufbau ist in vollem Gange. Auch im zerstörten Nürnberg. Amerikanische Besatzungssoldaten prägen nun das Stadtbild. Hier beim Sightseeing auf dem Gelände der Reichsparteitage. Nazi-Deutschland ist besiegt. Nun wollen die Siegermächte Recht sprechen. Ziel ist die Entnazifizierung Deutschlands. Erst wenige Wochen zuvor, am 23. Mai 1945, verhafteten die Alliierten Hitlers Nachfolger, Großadmiral Dönitz. Deutschland hat damit keine Regierung mehr. Die Siegermächte teilen das Land in 4 Besatzungszonen auf und übernehmen die Regierungsgewalt. Der prominenteste Gefangene ist Hermann Göring, ehemals Reichskommissar für Luftfahrt und Reichsmarschall. Er glaubt, er könne mit den Siegern verhandeln, gibt Interviews und will die Zukunft Deutschlands mitbestimmen. Doch die Alliierten haben einen anderen Plan. Den Nazi-Größen soll der Prozess gemacht werden, erstmals vor einem internationalen Militärgerichtshof. Schon vor Kriegsende waren sich die Alliierten einig. Göring und die anderen Verantwortlichen sollen für die von ihnen begangenen Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg persönlich bestraft werden.